fahren Sie jetzt den Kran aus? Also normalerweise könnten wir den 50 Meter hochfahren. 50 aber Meter. Wir brauchen den nicht komplett, weil ja, der Mast ist hier, sag ich mal, 33 Meter. Also brauchen wir keine 50 Meter. Okay. Also fahren wir 41 raus. Ja. Freuen Sie sich jetzt auf die Arbeit, die auf Sie zukommt? Ja. Freue mich immer. Ja, das glaube ich. Ich meine, das ist ja doch schon eine technische Leistung. Also ich wünsche Ihnen toi toi toi. Eine Frage. Ist das das obere oder das untere Teil, was Sie jetzt angeliefert haben? Das ist das obere Teil. Aha. Aber das obere Teil wird zuletzt aufgestellt. Denke ich mal. Okay, danke. So, Sie bringen jetzt das Unterteil von dem guten Stück. Wo kommt denn das her? Das kommt aus der Pfalz, Oberpfalz, muss man sagen. Oberpfalz, dazu. Ja. Die Pfalz ist ja auch nicht allzu weit weg. Ja. Aus Neumarkt in der Oberpfalz ist bekannt, war die erste Bio-Bierbrauerei dort. Ah, und dort gibt es mehrere Großbetriebe. Und die stellen da schon, ich glaube, die haben da so ein Monopol drauf auf diese Masten. Und es war in Hadeweg, kurz vor Frankfurt. Alles wollte auf die Arbeit. Und Sie standen im Stau. Und das 11 Kilometer lang. Können Sie mir sagen, wer das Teil das ist? Das 14 Unterteil? Tonnen. 14 Tonnen. Verraten Sie mir noch, wie tief jetzt der Mast da eingelassen wird? Wie viel Meter? Nur wie groß? Wie viel? 90. Meter 90, ja. Und eine Breite hat er? Sie haben gerade gemessen? Ja, es sind Durchmesser. 1,16 Meter. Ja. Thank you.
Als Projektleiter hält man immer ein bisschen die Luft an, wenn so ein Projekt entsteht. Bis jetzt zufrieden? Wie es jetzt gelaufen ist, auf jeden Fall. Wie gesagt, eben der spannende Teil war ja der untere Teil, der gestellt worden ist. Und jetzt stellt man den zweiten Teil von dem Mast oben drauf, wird dann den nochmal komplett ausrichten mit den entsprechenden Messwerkzeugen. Und anschließend kommen dann die Bühnen dran, die Steilbauteile dran. Und dann steht eigentlich das Bauwerk so weit dann komplett dann da. Und dann kommen halt die Feinarbeiten. Prima, bei den toi toi toi. Thank you.
Jetzt an der Plattform anbringen, das sind die Halterungen für die Antennen, die später hier installiert werden. Thank you.